Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Amortwaffe hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier mit dem Thompson in einer PvE-Operation Sternenacht. Hallo. Servus. Das Ganze auf der Schwierigkeitsstufe schwer, weil wir wollen es ja nicht ganz einfach haben und mit unseren 8ern, 7ern und 6ern zusammen. Könnte interessant werden, kann passieren, dass die 6er schnell wegsterben, wenn sie auf 8er Gegner treffen, auch schwer. Wir werden sehen. Wir müssen ja jetzt erstmal hier so ein bisschen die Stadt verteidigen und dann über die Felder fahren und so weiter und so fort. Also hier haben wir durchaus auch auf Medium schon Niederlagen hinnehmen müssen. Gucken wir mal, wie es auch schwer läuft. Ich bin hier aber auch wirklich also am steilsten Hang, der steilen Hänge hier gespawnt. Das sieht ja wieder aus. Also schön ist anders. Gibt es eigentlich irgendeine Taste, wo man das hat verstecken kann? V ist es nicht. V war es ja beim großen Konkurrenten, bei World of Tanks. Ich habe jetzt Volcano gefunden. Oh, mach das. Folg dir mal unauffällig. Ja, ja, mach das mal. Die kommen hier sowieso in die Mitte. Ja, der eigene Partner hinten voll ran. Wenn du Bock hast, kannst du den Ramka erstmal weghauen, ne? Weil der ja. Könnte mir ganz schön wehtun. Ah, der Saber ist auch scheiße. Ah, der konzentriert sich gerade nicht mehr. Nicht drankommen, aber der Merkcover hier blockiert mich ein bisschen. Okay. Bin am Abrams dran jetzt? Ich auch. Da kommt mir direkt einer davor gefahren, eine Warrior. Ja, muss jetzt mal nachladen hier. Ja, mach das mal. What? Mein Geschoss ist zerschmettert am Warrior. Was ist denn da wieder geladen gehabt? King Raider, hast du deinen Gunner verloren? So, jetzt dein ganzes Leben. So. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier auf den T90 erstklassig. Gehen wir erstmal schön an in den Turm rein. Und dann dreht er seinen Turm auch noch sehr schön. Und geplatzt. So. Ah, unser BMP ist ganz schön weit vorne. Oh, du hast auch schon ganz schön Leben eingebüßt. Ja. War mal ganz außen auf der Straße. Also. Ja. Wirklich so die 8 Mile hoch. Huh. Und bleib am besten hinter der Straße und guck erst vor, wenn wir die Gegner sehen. Opa, hat schon auf mich geschossen. Naja. Bleib am besten dahinter und geh wirklich erst hoch, wenn wir die Gegner richtig fest sehen. Und dann. Nicht, dass du mir hier wegplatzt. Das wäre nämlich nicht gut. Oh, da geht er was. Sehr gut. So, die haben wir alle weg. Reload mal. Ja, ich bin immer noch gesichtet, ne? Also hier sind immer noch Gegner in der, in der Nähe. Oh, mein komisches aktives Raketenabwehrsystem hat gerade Rakete abgewehrt. Ah, das Stingray wieder zerschmettert. Da habe ich aber immer mal wieder Probleme, dass ich dem gut Schaden machen kann. So. Wow, jetzt habe ich richtig einen in die Nase gekriegt. Der tat richtig weh. Da weiß ich noch nicht mal, wo der herkam.
Reload? Ja. Mach schnell. Wir müssen jetzt hier ganz schnell über die Brücke kommen, ansonsten kippen die das richtig schnell. Und sei du vorsichtig bei über der Brücke fahren, weil du stehst da direkt unter Feuer. Ich versuche hier so viel wie möglich abzufangen. Ja. Bin ja spät. Ich muss in den Decap rein mit. Ja. Also komme ich nicht. 5. Das ist genau dann so wenig Schaden, wenn man es gebraucht würde. Ja, so warum weiß ich. Das ist gut geklappt. Ja, ich bin gut rübergekommen. Au! Kommt noch einer. Au! Ach, help! Ja, ich habe hier meinen persönlichen Freund, habe ich hier schon. T99. Wo stehst du? Wer greift dich denn an? Der Superior. Weg, oder? Challenger. Na, ich muss den hier aus dem Cap rauspacken. Der ist weg. So. Oh, nice, danke. Ja, war ich nicht. Ich glaube, der hätte mich mit dem nächsten Schuss platt gemacht. Oh, das war nicht schön gewesen. So. Oh, jetzt ist hinter mir ein XM8. Oh, ich muss mal ganz kurz Leben wiederholen. Oder kommen die restlichen noch? Die kommen von eigentlich von allen Seiten quasi, aber hauptsächlich von da, wo unser Tycoon steht. Okay. Dann verstecke ich mich mal da. Ja. Oder hoffe zumindest, dass das ein gutes Versteck ist. Klingt erstmal nicht schlecht. Ich habe schon repariert, aber. Haha. Kommt noch was oder war das schon? Ja, eigentlich kommt noch was, aber wenn die 5 Sekunden um sind, war es das schon. Okay, das ist gut gelaufen. Sehr schön. Diese Stadt versorgt die ganze Region mit Nahrungsmitteln. Ja, war doch gut. Ja. Gut. Was denn du? Der Ladebildschirm ist aber komisch hier. So, da haben wir's. Da sind wir da. Und wir haben 9100 EP. Wir haben 175.000 an Kohle gekriegt. Und wir haben den Blue Star. Ja, das war schön. Das war wirklich ein gutes Gefecht. Und wir sehen hier, der sich freute, dass wir dabei sind, hat auch ordentlich Schaden gemacht, ordentlich EP gegeben. Wir beide sind... Wir erwarten mit unseren Achtern natürlich ganz oben, ne? Ja. Das sollte auch so sein. Gut. Schön, das war mal wieder eine PvE-Runde hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei uns war der Herr Thompson. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich habe glaube ich, nicht gesagt, dass es Armut Wurf hier war, ne? Na, dann sag es jetzt. Tschüss.